Moin, moin und willkommen zurück zu Hardcore Kürbel. Jo, wir müssen noch ein bisschen was erledigen, bevor wir uns auf den Rückweg machen. Und zwar haben wir noch zwei Kürbels im Orbit. Ich bin hier einmal reingegangen, um jetzt zu gucken, dass wir uns den Namen merken, weil wir haben ja ziemlich viel Scrap oben rumliegen lassen, also diese ganzen unbenutzten Dinger. Und wir müssen jetzt Eldart, was auch immer, oder Urwise retten. So, und jetzt gucken wir mal, wo die so abhängen, damit wir uns mal einen Überblick machen können, wen davon wir ganz gut erwischen können. Und zwar haben wir hier einmal Urwise ist da unterwegs und, ach, Eldart direkt daneben. Sehr schön. Und wir sind mit dem Bastelorbiter da drüben. Das heißt, die sind vom Umlauf her näher hinter uns. Das heißt, wir werden einmal jetzt unseren Orbit vergrößern, damit sie aufholen können. Und dann werden wir nur verkleinern und eine Kapsel einsacken. Das heißt, wir fliegen jetzt mal den Bastelorbiter. So, wir müssten ja im Moment noch ziemlich nah an der Minmus-Station sein. Genau, das sieht auch gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier noch ein bisschen Zeug, ne? Eigentlich fände ich es ganz cool, wenn wir vielleicht das Zeug umladen können. Wahrscheinlich müssten wir sie dafür einmal zusammendocken, ne? Unser Ingenieur muss dafür wahrscheinlich mal ran. Wie machen wir das? Wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen den Bill. So, hoffentlich in seinem Inventory auch den Schraubenzieher dabei hatte. Loslassen. So. Die Überlegung wäre jetzt folgende. Wir bauen uns einfach schnell mal einen Dockingport an. Und docken die ganzen Kiste zusammen. So. Zack. Voilà. Ja, Inventory. Und wir nehmen uns einen davon. Split. Zack. Und bauen den da so ran. So, das müsste eigentlich schon reichen. Und dann docken wir das kurz hier an der Seite an. Und können dann hoffentlich unser Equipment umladen, was wir so haben. Mal gucken, ob das funktioniert. So, einmal den Bild zurück. An Bord. So, und dann müssen wir hier rüber wieder und sagen, dass wir hier hin wollen und von hier steuern wollen. So, wie viel Monoplant haben wir noch? 0,04. Das ist noch ein bisschen knapp, ne? Mal gucken, ob das noch reicht, um hier ein Docking-Manöver hinzulegen. Sein. Zack. So, das ist jetzt ziemlich fummelig. Ach du Scheiße, 0,13. Ja. Okay. Ob das reicht? Das glaube ich fast nicht. Ja, wir kommen der Sache näher, aber echt unendlich langsam. Was passiert. Wir driften davon. Okay. Blöd. So, dann müssen wir jetzt mal irgendwie gucken. Blöd. Okay. Control from hier. Und dann geht's in die Richtung zum Dockingport. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Muss jetzt auch unbedingt docken wollen. Ich glaube, ich mache das jetzt mit der Kralle. Ich mache das mit der Kralle. Irgendwo ist doch hier der Nupsi. Da. So, wir fliegen jetzt kurz mal darüber. Docken uns einfach da hinten an.
Das ist, glaube ich, jetzt einfacher als irgendwie über 15 Ecken zu versuchen, völlig verzweifelten Docking an diesem Port da zu machen. Dafür haben wir die Kralle. Ich dock mich einfach kurz unten an den Dings an. Das müsste eigentlich reichen. Das ist aber nah. Aber ich kriege da noch die Kralle zwischengedreht. Ja, müsste klappen. Müsste theoretisch klappen. Na gut, ich hätte noch ein bisschen weiter gemusst, ne? So. Bin ich eigentlich? Ich bin über dem Teil. Müsste erstmal noch ein bisschen runter. Da so hin. Mal ganz schnell. Schwupp. Und warten, bis wir auf der richtigen Höhe sind. Ich gehe gar nicht so weit nach unten, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber es wird reichen. Wir müssen ja nur so einen halbwegs sinnvollen Winkel hinbekommen. Aus. So, welche Richtung müssen wir? Die Richtung müssen wir. Zu nah dran? Nicht zu nah dran. Reicht ganz knapp. So, ich glaube, das müsste reichen, um zuzugreifen. Na? Komm. Fass an. Komm schon. Jawohl. So, schnell aus. So, und jetzt müssten wir theoretisch das Inventory öffnen können und das Inventory öffnen können. Haha. Und umladen können. Achso, Kacke ist voll. Inventory. Haben wir da Platz? Nee, ne? Da kann man das nicht rein. Doch. Ach, guck mal. Hier ist noch ein bisschen Platz. So viel dann aber leider doch nicht. Okay, aber hier den Schraubomaten können wir noch rüberpacken. Können wir hier vielleicht ein bisschen was rauspacken, dass wir da Platz bekommen genug noch. Split. Wie viel fehlt uns denn? Part Volume ist 782. Wir haben... okay. Ha. Was haben wir hier noch? Bills Inventory. Bisschen Platz. Split. Split. Scheint zu funktionieren. Mal gucken, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin, die Docking Ports da noch irgendwie halbwegs unterzubringen. Ach so, oh, ich brauche 700. Zip, 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 zip. So. So. Jetzt komme ich hier angeflogen und freue mich, dass ich so viel Platz habe und so viel Zeug noch mit verstauen kann, um festzustellen, dass das gar nicht funktioniert. So, jetzt können wir hier noch die vollstopfen, weil die lassen sich wenigstens stacken. So, Schraubenzieher noch mit rein, dann ist hier auch fast voll. Inventory, Schraubenzieher, so. Echt, sind Dockingports so groß? Ist ja doof. Wir haben auch schon genug angebaut, ne? Wir könnten die natürlich einfach draußen ranklatschen, wenn wir sie jetzt nicht verbaut bekommen. Ja, dann machen wir das so. Dann muss jetzt doch der Bill nochmal ran. Thank you.
Warum sehe ich denn die anderen beiden nicht? Ist auch ein komischer Bug. Kann ich den Bill gerade nicht sehen? Ah, wir nehmen die zwei Docking-Ports jetzt einfach mit runter. Wir haben 7 Stück hier oben. Das ist halt so. Also wir haben jetzt genug Rucksäcke, aber wir haben kein Storage mehr. Nee, das war's nicht. Lock, das wollte ich machen. So, funktioniert das jetzt mit dem Umschalten? Ja, jetzt sind die auch wieder da. Ja. Ist alles an. So, also, wir haben die erste Crew-Kabine dran. Wir haben ein bisschen Versorgungsgüter mitgenommen. Also, wir haben jetzt hier 7 von den Docking-Ports. Wir haben 6 Steuerungsdüsen, also RCS-Thruster-Blocks. Wir haben mehr als genug Schraubenzieher, um zweimal die Raumstation neu zu bauen. Und wir haben hier noch haufenweise Expanded Ether-Packs, nochmal ein paar Steuerungsdüsen, Struts, Werkzeug, alles. Okay, das heißt, nächster Schritt ist dann, denke ich mal, hier drüben noch so ein Modul ranzubauen. Muss halt gucken, ob wir vielleicht irgendwie schon größere Container freischalten können. Aber jetzt müssen wir uns vorher mal erstmal Worldwise und oder Aldran holen. Ich nehme jetzt einfach mal Eldard. Gott, Eldard. Eldard. Kerman. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Prograde auf den Orbit und wir achten ein wenig drauf, dass wir tatsächlich von hier vorne aus steuern. Und dann hätte ich mal gesagt, wir geben ein bisschen Gas. Wie viel haben wir noch? Ach, wir haben noch mehr als genug Fuel. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir... warum wird der denn als Target? Unset Target? Set as Target. Okay. Na gut. Der fliegt auf 75 und 80. Da würde ich sagen, können wir schon irgendwie so geschmeidig auf 200, 250 hochgehen, oder? Damit das hier was wird. Machen wir mal 200 ungefähr und gehen dann drüben nochmal mit der Periapsis auch ein bisschen höher. Dann können wir schneller Zeit raffern. Und dann gibt es ein kleines Abfangmanöver für den guten Mann oder Frau. Wir können ja nochmal Wetten abschließen, was Aldert jetzt ist. Jetzt muss ich noch einmal dran denken, bevor ich warpe, dass ich meine Panels auch wieder rauspacke. Zack. Hat das geklappt? Ja, da kommen die Panels. Okay. Gut, dann heißt es warp hier. So, wir entfernen uns wieder von unserer Minmus-Station oder von der im Bau befindlichen Minmus-Station und warten jetzt im Prinzip, dass Aldert's Derelict uns hier hinten einholt. So, dafür ein bisschen müssen wir noch ran. Dafür machen wir unseren Orbit noch ein bisschen größer. Ne? Also, weil die Frage auch immer wieder mal kommt zwischendurch. Ich weiß, viele von euch haben es jetzt schon 1000 Mal gesehen, aber wenn unser Orbit größer ist, sind die auf der inneren Bahn quasi schneller als wir und holen uns ein. Und da vom Halbkreis her gesehen, die näher an uns dran sind als von uns weg, lassen wir sie natürlich aufholen, also die die ungesteuerten Kapseln. Und das Gegenstück dazu ist quasi dann auf der unteren Bahn zu fahren, wenn man was einholen möchte. Also jetzt zum Beispiel die Minmus-Station, die vor uns ist. Und ich denke mal, mit so 200 und 150 sollte das relativ fix gehen. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Das ist unser Bastelorbiter. Da kommt Aldert. Der hat jetzt noch 600 Kilometer aufzuholen, das ist okay. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier schon ein Manöver bekommen. Mit einer Art Rendezvous. Das sieht doch schon mal relativ gut aus. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen aufeinander abstimmen. Also, hier wäre dann vor uns. Das heißt, wir müssen das ein bisschen eher machen. Da so und noch ein bisschen mehr bremsen. Jawohl. 39 Kilometer. Na, 5,0 hatten wir gerade, oder? 5,1. Jetzt gucken wir mal, was da genau das Problem ist.
ein bisschen höher. Wer weiß. Okay, 5,1 ist aber ganz cool. Damit kann man arbeiten. Und ist auch schon in 3 Minuten. Und jetzt können wir natürlich mal, damit das Manöver dann nicht so ewig dauert, den Trust Limiter auch ein bisschen aufmachen. So, und wir werden dann eine unterschiedliche Geschwindigkeit oder relative Geschwindigkeit von 75 Metern pro Sekunde haben. Das ist auch total entspannt. Und wir haben eine Kralle mit dabei, das heißt, wir können auch gucken, dass wir mit der Kralle uns andocken, falls das so ein komisches Gerät ist. Obwohl das irgendwie gerade ein bisschen eigenartig war, aber ich habe die anderen Kürbels nicht gesehen, aber darum machen wir uns dann mal Sorgen. So, jetzt zoomen wir mal das Manöver ran. Und Feuer frei. Das geht ja doch recht schnell. So, hier werden wir in unser Treffen irgendwo kommen. Das wird relativ knapp über der Atmosphäre sein, habe ich so das Gefühl. Also, der ist ja da in seiner Periapsis auf 75 Kilometer. Das ist tatsächlich recht niedrig. Aber schauen wir mal. Hauptsache nicht in die Atmosphäre geraten. Das wäre nicht ganz so schön. So. Ja, fast. Haben wir jetzt 4,8 Kilometer. Das klingt doch sehr, sehr fair. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier so. Up here. So. Da kommt der Strom wieder, weil es wieder Licht gibt. Jetzt haben wir natürlich keinen Monopropellant, um irgendwie anzudocken oder sowas. Aber wir haben auch keinen Ingenieur, um ihm Dockingport zu verpassen. Von daher ist es egal. Das heißt, wir können eh nur mit dem Dings arbeiten. So. Was ist das denn gerade? Hat der gerade einen Salto gemacht? Das sah irgendwie fast so aus. So, jetzt müssen wir es einmal angleichen. 4,8 Kilometer schaffen wir. Das heißt, ich lasse ihn jetzt so auf 5,0 kommen und dann gibt es eine harte Bremsung. Und dann nähern wir uns an. Zack. Weil wir haben relativ viel Gewalt in den Triebwerken drin. Oder in dem Triebwerk. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Da drüben ist dann irgendwo das Prograde oder beziehungsweise Target. So. Und ab geht's. Das müsste eigentlich schon zu einem ziemlich guten Rendezvous führen. 4 Kilometer, na gut. Können wir noch ein bisschen optimieren, würde ich sagen. 3. Da ist es 2,4. Da kommt 1,1. 0,9 ist okay. So. Wir schaffen das natürlich wieder mal pünktlich zum Dunkelwerden. So wie es aussieht. Schauen wir mal. Ob wir noch mit dem letzten Tageslicht quasi, mit der letzten Sonne, nah genug rankommen. Tatsächlich, das könnten wir noch im Hellen machen. So, Positionslampe ist hoffentlich an. Positionslampe ist an. Ich drehe sie mal zum Schiff. So. Damit sollten wir unseren Anflugvektor ganz gut sehen können. Und die Lampe war neben dem Einstieg. Oh! Oh, was gibt's denn wieder schon? Das ist ein Pioneer-Modul. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das ist 25.000 wert, ne? Das können wir natürlich irgendwo hin verschiffen. Also das heben wir auf jeden Fall nochmal auf. Können wir das irgendwie umbenennen? Rename Vessel. Pioneer-Modul. Scrap. So, zack. Und raus mit dir zur Tür. Sehr cool, sehr cool. Du willst zum Astel-Orbiter fliegen. Habe ich beschlossen. Zack, und los geht's. Ja Mensch, hier oben liegt das Geld ja quasi im Orbit herum. Da muss man ja gar nichts mehr machen. Aber jetzt gucken wir einmal, dass wir hier die Richtung gut hinbekommen. So, jetzt sollten wir perfekt drauf zusteuern. Und ja, schauen wir mal. Ja, das schaffen wir noch im Sonnenlicht. Heute mal mit Beleuchtung. Kommt selten genug vor bei mir. Aber heute gehen wir mal mit Beleuchtung an Bord. Und bei mir wird es auch gleich ziemlich grün im Gesicht werden. Und zwar nicht nur das Körbelgesicht, sondern mein grünes Licht müsste auch gleich zuschlagen. Hoffe ich.
Aber ist noch zu weit weg, glaube ich. 200 Meter, das heißt in 10 Sekunden haben wir Touchdown, dann fange ich schon mal an zu bremsen, dass es mich nicht gleich breit schmiert. So, ah, guck mal, grünes Licht, das sieht gut aus. Da ist die Lampe, das heißt da ist irgendwo der Einstieg, dann können wir den direkt anfliegen. So, und dann haben wir nämlich den nächsten Kerbonauten und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist das der Dennis Kerman ist als nächstes dran, ein Wissenschaftler. Uns unterstützen wird. Das ist gut, weil wir haben jetzt natürlich auch ein paar Wissenschaftler abgesetzt. Wir brauchen natürlich für unsere Reisen wieder Personal. Guti, und dann gucken wir, dass der gute Mann jetzt noch die Leiter findet. Ist ja tatsächlich in dem Fall ein männlicher Körbel mal wieder. So, also alle an Bord und der Eldard A. Kerman, wie auch immer, wird dann quasi der Dennis werden. Ich glaube zumindest, dass Dennis war. Ich muss da nochmal die Liste gucken. So, und wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Aufgabe zu erledigen. Nämlich zu gucken, dass wir die alle gesund und heil nach Hause bringen. Ah, ist fast schade um das ganze Fuel. Man könnte jetzt natürlich nochmal zur Station fliegen, warum auch immer. Aber das Pioneer-Modul hier ist erstmal sinnlos. Das brauchen wir irgendwo eher auf dem Planeten. Da müssen wir mal... Das können wir auch mal rüber transportieren irgendwo hin, aber, also es ist ja schon mal im Orbit, das spart ja schon mal viel Delta V. Aber hier ist es ein bisschen sinnlos in der Raumstation. Gut, das heißt, wir würden dann jetzt mal ein Bremsmanöver einleiten. Das mache ich auf der dunklen Seite, damit wir was sehen, wenn wir landen. Wie viel, wir haben 105 Tage Essen. Das ist alles super entspannt hier. Ich will nichts als Target setzen. So, dann einmal bremsen. Da gucken wir mal. 30 Kilometer sollte okay sein. So, fertig. Gut, dann müssen wir uns einmal noch vorbereiten auf die Landung. Ich habe doch falsch schon mal angebaut, oder? Ja, habe ich. Gut. Oh, ich war gerade ein bisschen besorgt. Toggle Info. Altitude. So, 6 und 4. Zack. Und dann haben wir hier unten irgendwo die echten Schirme. Toggle Info. So, hatte ich hier eine Action Group für die Fallschirme draufgepackt? Beim nächsten Mal mal machen, ne? Ups. Okay, ich habe zumindest was, um den Tank abzutrennen. Abort macht Staging? Oder hatte ich den Action Group drauf? Ah, da war bestimmt noch die Action Group von dem Dings drauf. Uiuiui, man sollte nicht mit allen Sachen rumspielen. Aber es ist okay, glaube ich. Wir haben ja schon wieder Eintrittshöhe. Das hätte jetzt auch schief gehen können, ne? Okay, aber demnächst vielleicht einfach mal eine Action Group für die Fallschirme machen. So, gedankliche Notiz an mich selbst. So wie bei den... wie bei der Falcon. Dann mache ich die jetzt einfach mal händisch an. Aber das könnte man tatsächlich noch schön über eine Action Group machen. Arm. Jo. Und dann heißt es eigentlich nur noch Richtung grob halten und ab in die Atmosphäre. Ja, so, Atmosphäre kommt, das heißt wir nehmen unsere Panels rein, die wollen wir auch wieder mit nach Hause bringen. Sinn der ganzen Corian-Kapsel ist ja, dass wir möglichst viel intakt wieder nach unten bringen. Ich hätte jetzt natürlich noch völlig professionell mal gucken können, ob ich den Kerbin Spaceport auch erwische. Aber guck mal. Ha? Das da ist der Kerbin Spaceport. Da ist Mission Control. Da ist unsere Periapsis. Wenn das richtig gut klappt... Ah, nee, ich glaube, wir kommen zu kurz rein. Wir werden, denke ich, hier irgendwo runtergehen. Oder vielleicht hier im Wasser.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es ist ein bisschen zu knapp. Aber wir werden gar nicht so weit weg sein. Das heißt, es gibt relativ viel zu recovern. Und ich würde sagen, ich habe für heute mein Werk getan. Ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Musik auf die Ohren für den Wiedereintritt. Und wir sehen uns dann wieder am nächsten Montag bei Hardcore Kirby. Denn so wie es aussieht, gibt es diesmal kein Hardcore Kirby Livestream, sondern wir werden im Real Solar System unterwegs sein. Und bis dahin heute Abend sage ich erstmal Tschüss.